Herzlich willkommen, Freunde, zum Finale. Auf geht's. So. Wir können nicht auf die Map gucken. Okay. Kann ich entscheiden, wen ich mitnehme? Ja, es war klar, dass ich ihn mitnehmen muss. Ich darf nur 12 mitnehmen. Und es sind so viele vorgegeben. Gut, jetzt muss ich mich wirklich entscheiden, wen ich mitnehme, wen ich nicht mitnehme. Und auch gucken und ausrüsten. So. Erstmal sollte ich mich entscheiden, wen ich mitnehme. So. Einmal Axt haben wir. Schwert, ja, okay. Erstmal alle raus, die ich erstmal variabel mitnehmen muss, kann. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie nochmal die Gelegenheit habe, noch Einheiten dazu zu holen. Aber, jetzt muss ich wirklich die Einheiten nehmen, die sich halt herauskristallisiert haben. So, fangen wir an. Florina. So, theoretisch pennt. Theoretisch. Aber erstmal will ich ihn hier haben. Weil er hohe Magiewerte hat und dadurch dann diesen Zauber sehr gut benutzen kann. So. Hawkeye fällt dadurch dann weg. Ja, zur Not kann ich auch noch ihn hier... Ah, stimmt, der hat das Soul Cutty. Der hat nur das Soul Cutty? Haben wir die anderen Waffen nicht gekriegt wegen diesem Randomizer? Keine Ahnung. Okay. Erk brauche ich. Dann brauche ich noch einen, der Lanzenträger ist. Denn da kommt entweder Matthew oder Raven in den Sinn. Ich möchte beide mitnehmen. Eigentlich möchte ich beide mitnehmen. Da ich Hector habe, kann ich auf einen Schwert-Dude erst auch verzichten, theoretisch. Wie machen wir das? Also auf jeden Fall Rebecca kann ich verzichten, weil sie kann die Magie, die wir hier bekommen, nicht umsetzen, also einsetzen. Matthew oder Raven, weil ich möchte Dart mitnehmen. Eigentlich möchte ich Dart mitnehmen. Und Dorcas. Will ich sonst noch jemand mitnehmen? Bevor ich mir jetzt hier umsonst Sorgen oder Gedanken mache. Hawkeye verzichte ich, Rebecca verzichte ich. Ich brauche noch meine allgemeine Magierin. Ja. Und eine allgemeine Magierin brauche ich noch. Das heißt jetzt entscheiden zwischen ihm und ihm. So. Hoppala. Kann ich die mal untereinander ordnen, bitte? So, zack, 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 zack. Okay, jetzt sind sie zumindest untereinander. Du kannst mir tanken. Ich setze auf Raven, ich setze auf Raven. Ist halt blöd, dass ich nur 12 mitnehmen kann und bin auf Nils beschränkt. Nils. Okay. Tut mir leid, aber ich brauche noch eine Naturmagierin. Oder Naturmagier. Also, okay. Das heißt also, das ist mein komplettes Team. So, das gibst du weg und holst dir einen neuen Langbogen. So, warte, ich muss ja Platz haben. Den gibst du ab. So, okay. Einen Slot brauche ich, weil ich jeweils, noch eine Magie kriege, einmal für jeden. Okay, hier kann ich Flux dann abgeben oder Luna, das ist okay. Hier will ich nichts wegschmeißen. Die Lichtrune, die ist natürlich... Ich glaube, ich werde davon was mitnehmen.
Sleep, ja. Das, was er so oder so dabei hat, auf jeden Fall. Ich könnte mit Berserk auch mal arbeiten. Unlock. Give. Ich arbeite mit Berserker. Ich versuche es zumindest mal. Oder wartet mal. Ich mache das anders dann. Nicht mit dem. Hoppla. Ups. Berserker kriegst. Genau. Was hatte ich denn jetzt nochmal? Das ist die. Ja. Was wollte ich? Das hatte ich dann eben gerade noch für ihn ausgerüstet. War das Sleep? Ich glaube, es war Sleep, oder? Ach Gott. Sleep. Und dann will ich die Lichtrune haben. Obwohl, warte mal, nicht die. Sleep lassen wir weg. Und dafür. Wo haben wir es denn? Brauchen wir ein Elixier. Ich muss gucken, dass ich auch. Ihn auch heilen kann. Er hat gute Death-Werte, das kann man nicht verleugnen. So. Dann Trade bitte. Florida. Warte mal. Erstmal muss ich hier. Abgeben. Das Ding abgeben, das Ding abgeben, das Ding auch abgeben. Das kannst du behalten. Das hier. Dann das hier. Dann Trade. Hol dir mal das Soul Cutty. Sehr schön. So. Okay. Du hast alle Magie, wa? Alles auf S. Du hast super Werte. Ja. Yep. Außer Glück. Aber das ist hier genau der springende Punkt. Er hat super Werte und kann dann dadurch den Berserker am idealsten nutzen. Ich gebe ihm das hier. Eclipse kann er von mir aus machen. Personifiziert. Das ist die Lichtmagie S. Die will ich auch mitnehmen. Luna brauche ich nicht. Eclipse ist mir zu unpräzise. Berserker wollte ich haben. Und halt das Elixier zum Heilen. So, du bist fertig. Du bist soweit auch fertig. Du bist auch fertig. Du bist auch fertig. Du bist fast fertig. So, du bist fertig. Hier muss ich nochmal komplett drüber gucken. Also ich werde ihm auf jeden Fall das Ding geben, das. Nicht das mit dem Member Card. Das hier. Hatte ich dem jetzt die Rune gegeben? Ja, habe ich. So, okay. So, die Brave Lance. Den Short Spear. Und Silberlanze. Okay. Okay. So, abgeben. Das gibst du ab. Das gibst du ab. Dann nimmst du noch. Das hier ab. Das gibst du auch ab. Dann nimmst du das hier mit. So. Was haben wir denn noch? Das hier. Und noch einer. Dann kann ich die abgenutzte eventuell austauschen. So. Gut, dann sind hier unten alle fertig. Erstmal. Hector, das kannst du abgeben. Das kannst du auch abgeben.
Hector wird, glaube ich, werde ich keine legendäre Waffe geben. Ich versuche es halt mit dem Wyvern Slayer, ob ich damit was erreichen kann. So. Lynn. Du hast halt jetzt hier so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Denn du bist nicht stark genug. Warte mal. Gib nochmal kurz das Metup. Ich will nur gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, was du vielleicht. Nein. Du hast dir halt übelst die Arschkarte gezogen, Lynn. Du hast nämlich so schlechte Dinge gekriegt, dass sich das hier echt kaum lohnt. Warte mal, die Brave Axe will ich haben. Die Killer Axe, Talisman abgeben. Warte mal, den Tomahawk abgeben. Lass die Silberaxt mal weg. Und nimm noch die Dragon Axt mit. So. Gut. Ich bin einigermaßen gut ausgestattet. Unlock. Blablabla, ja. Okay, versuchen wir's. So. Safe. Huhuhu, ich bin gespannt. Okay. Ja, nee, egal. Ach stimmt, der hat die ja wiedergeholt. Der hat die ja alle wiederbelebt. So. Ja. Okay. Erk, das ist deiner. Bedrohlich. Ich konnte nicht mal eine Aufstellung machen. Wie mache ich das jetzt am besten? Lass ich den auf mich zukommen? Weil wenn ich so in den Kampf gehe, habe ich ein Problem. Weil die sind... Ja, der ist komplett overtuned. Okay, wer hat von allen jetzt die beste Verteidigung? Okay. Du hast die beste Verteidigung von 20, ohne jetzt Arthos mitgerechnet. Hast aber dafür höhere HP. Okay, er hat einen 27er Speedwert. Okay. Ist nicht eingeschränkt. So, wie viel Schaden kann er drücken? 39. Das heißt, ja, okay, das könntest du tanken, locker. Auch wenn er zwei Treffer landet. Dann gehen wir alle jetzt mal ein Schrittchen zurück. Warte mal, hast du gerade einen Fehler gemacht? Nein. So. Wir müssen gucken, dass wir ihn auf uns zukommen lassen, damit wir in der Vorteilssituation sind. Okay, noch du musst raus, Lynn. So. Nur Ellie wurde es im Angriff war. Angriffsreich, Leute, ja. Item. Tomahawk. Okay. Hoffen wir mal, dass es gut geht. So. Okay. Ja, damit habe ich ja gerechnet. Aber
Ja, da oben geht das nächste auf. Aber das ist ein Magier. Da weiß ich, wen ich dir auf den Hals setze. Das Problem mit dir ist, du kannst dich gleich nicht mehr bewegen, mein Freund. So. Okay. Du hast nur einen Silberbogen. Zack. So. Obwohl Hector kann bis da hinten hin angreifen. Ja, schön. Good job, Hector. So. Zack, zack. Okay. So. Okay, warte mal, ich muss jetzt erstmal gerade einschätzen. Oh. Okay, das heißt, also ich darf jetzt keinen Low lassen. Darf ich keinen Low lassen? So. 19. Wie viel Schaden kannst du maximal drücken? Ja, das sollte passen. Eigentlich wollte ich dich mit ihm killen, aber das wird wohl nichts. So. Oh, warte mal, du kannst ja hingehen, viel Spaß. So, Bravelands. Oh. Sag mal, wie viel Ausweichen hat er? Das Spiel spinnt doch. Definitiv viel zu viel ausweichen. Na, Kamatus. Kannst du ihn anschwächen, ohne dass du ihn tötest? Jo. Okay. Oh yeah. Sehr schön. Gut, dann muss ich nur einen erstmal um seinen Minion kümmern. Und dann war's das ja. Genau, dann war's das erstmal. Dann kann er sich nicht mehr wehren. Dann haben wir den erstmal gerade safe. So, ich will ja eigentlich nur den hier erstmal rauslocken. Genau den will ich haben. Wenn ich mich hier hinstelle mit jemandem. Warte mal, der hat noch irgendwas anderes? Ah, der hat. Nicht, dass hier irgendwer rumeiert mit irgendeinem Mist. Oh, der hat die Essmagie. Okay, das wird natürlich ein bisschen schwerer. Aber nur den hier erstmal. Vielleicht kommt er ja direkt. Jetzt weiß ich, was. Shit, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Barrier wollte ich noch drauf packen. So. Gut, dich mache ich im nächsten Zug fertig. Oder in diesen? Warte mal. Ich habe ja den Langbogen noch drin. Man kann es ja versuchen, wa? Man kann es ja versuchen. Das Problem ist halt, ich muss halt auf den kleinen Nils aufpassen. So. Okay. Versuchen wir es eben nochmal. Sehr gut. Dann hat Erk auch gleich die Waffe. Brauchst du nicht rumzufummeln. Sehr gut.
Okay. So. Gut, dann würde ich sagen, sammeln wir uns hier erstmal. Ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Rette ihn bitte mal. Weil wenn der wirklich damit diese Attacke drauf ihn draufhämmert, dann ist er down. Nee. Ich musste gerade meinen Heilungszug verschwenden. Na gut. So. Okay, die kommen nicht raus, wenn ich nicht in Reichweite stehe. So, was hast du denn? Bogen. Das heißt also, der hat höhere Reichweite. Das heißt, ich kann den erst rauslocken. Okay, die können auch nur bis zu dem angreifen. Das heißt, ich kann ihn erstmal ausschalten, ohne Gefahr zu laufen, dass die anderen da mich in Reichweite bekommen. So. Zack. So, dann muss ich halt gucken, dass einer hier den Bogen widerstehen kann. Okay, warte mal. Ich kann ja den ja jetzt wieder absetzen. So. Stimmt, du warst ja der mit der höchsten Rüstung. Tomahawk. Das brauchen wir jetzt nicht nutzen. Berserker einsetzen. Das hat. Oh, das hat eine 100%ige Hitrate. Das ist natürlich interessant. Dann kann ich ihn auf ihn einprügeln lassen. Oder ich setze es auf ihn. Der dann den Typen hier mit der Lichtmagie downböllert, weil das bockt mich eh nicht, ob ich Lichtmagie bekomme oder nicht. Oder was hast du? Du hast auch Lichtmagie. 15, 90 Genauigkeit, okay. Und das hier ist 16. Bisschen stärker, gut. Und hat eine Crit-Rate. Okay. Das ist jetzt beschlossen. Ich lasse den auf den dann losgehen. Sobald wir hier so relativ durch sind. Okay, so, ich muss ihn hier noch heilen. Nein, das hättest du wohl gern. So. So. Artus, jawohl. Was haben wir denn? Lynn, ha? Das hätte ich auch gleich machen können mit Lynn. Egal. So, okay. Kannst du ihn mal nehmen und da absetzen? Sehr schön. Okay. Zugende. So. Oh, er kommt. Er kommt und der andere nicht. Oh, die haben schlau gehandelt. Was hat er ausgerüstet? Okay, das ist... Soul Cutty. Der Typ kann zweimal zuschlagen. Manni Cutty. Sag mal, was sind das für... okay. Klar, ich habe vergessen, ein paar Tarnungsmänner zu geben. Ich check's auch gerade. Ich bin echt verpeilt heute. Aber gut, wir müssen jetzt böllern. Wenn wir nicht böllern, dann böllern die uns. Und dann habe ich zuletzt geböllert. Was das letzte Mal, dass ich geböllert habe, so ungefähr. So. Kannst du hier was... Das
62 und das hat 67. Du könntest es schaffen. Sehr gut. Ja, okay. Die lächeln, weil sie aus diesem Fluch endlich befreit sind. So. Ich schmeiß Feuer weg. Ja. Ja. Okay, Dart. Das sollte Easy Win sein. Sag ich ja. Wunderbar. Puh, also es geht bis jetzt. Ich muss mich halt. Das Spiel hört nicht auf, mir nur noch HP-Level-Ups zu droppen. So, okay, Trade. Ja, ich habe ja sonst keinen Axtkämpfer. Ja. Trade. Du. Brave X, Dragon X. Elf. 16. 13. Ich gebe den Tomahawk her. Was? Ah, nein. Ja, ich check's gerade. Ich check's. Und zwar, weil, Ja. Trade. Wenn ich trade, play. Ich hab's schon verstanden, warum das nicht funktioniert. Ach man. Ja, weil wir durch diese Zurücksetzung hatten. Und dadurch ist ja den seine Leiste, die ja für den S-Rang zuständig wäre, komplett weg. Okay. Wir beenden erstmal den Zug. Ich will wissen, ob die jetzt rechts von alleine gehen. Ja, die gehen. Ein Assassine. Ja, der hat ein Runenschwert. Du hast keine Fernkampf. So. Okay. Der Speer. Der Speer geht ja an dich. Kannst du ihm irgendetwas anhaben? Ja und nein. Okay, ich kann ihn mit der Axt hier bearbeiten. Ja. Okay. Okay. Der hat selbst nur eine Axt. Die Brave-Waffen bringen hier irgendwie gefühlt nichts, weil die einfach zu schwer sind. Ja, keiner kann sie wirklich führen. Warte mal. Kannst du? Du kannst ihr Schaden machen. Kannst du sie auch ausschalten? Könntest du, aber mit Risiko. Immer noch mit Risiko. Aber mit dem Langbogen könnte ich ihr Schaden machen, ohne Risiko einzugehen. Okay. Sehr schön. Okay. Die halt jetzt moven, ist was anderes. Ich muss mich mal mit denen, die gegen die kämpfen können, so ein bisschen dahin stellen. Nicht du, doch, stimmt, du auch. Weil die andere ist ja mal ein Tura. Okay.
Aua. Na komm, Eliwott. Zeig ihm, was du kannst. Oh. Zeig ihm, was du kannst, und du verfehlst. Okay, sie kommen raus. Wie erwartet. Das letzte Tor geht auf. Stimmt, da war ja ein Held drin. Warte mal. Du benutzt Natura-Magie. Fluxtriste zweimal. Luna. Okay, ich brauche nur einen einzigen Hit, der... Ich brauche nur einen Hit. Wir versuchen's. Das Runenschwert. Nosferatu zum Mitnehmen halt. Okay, gut, jetzt habe ich aber hier den Platz frei. Kann nochmal mit dem Langbogen aufs einwirken. Gut, einen Treffer habe ich eigentlich nur gebraucht. Ich habe gesagt, ich habe nur einen Treffer gebraucht. Aber danke, dass du so viel arbeitest. So, okay, gut, dann erledigt sich das jetzt hier mit Flux. So. Na, kriegst du nochmal Speed? Nein. Excalibur. So, ich werf, auch wenn's Fenrir ist, ich drop es, weil es bringt mir nichts. Das Ding ist viel zu schwer. Und die S-Bücher sind eigentlich nicht extrem schwer. Also nicht Bücher, warte mal, der Bogen zum Beispiel. Ja, der ist so schwer wie ein Killerbogen. Also. Warte mal, wie viel. Der wiegt. Das wiegt jetzt 13. Und. Wo ist er denn? Wo hab ich sie denn? Ah, warte, ich hab's ja schon bewegt. Ich suche gerade die ganze Zeit unter den normalen. Die normalen Bücher hier. Ja, okay. Ist das Buch hier zumindest leichter? Nein, das ist... Okay, Bücher sind da im Gegenteil. Die Bücher sind halt stark, aber schwer. Ja, das geht auch vom Gewicht her noch. Okay, jetzt müssen wir aber ihn hier noch loswerden. So kriege ich ihn auch dran, aber ich kriege ihn nicht down. Kannst du was machen? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kannst du ihn rausnehmen. Sehr schön. Danke. Nice. Dart mit seiner hohen Präzision erweist sich echt als nützlich. Ich glaube, das Spiel hat es auf mich abgesehen. Es gibt mir einfach nur noch einen Punkt, also einen Punkt pro Level up. Ja, die Breath Axe werde ich dann auch droppen bei ihm. Ein Treffer überlebe ich und er vielleicht keinen mehr. Sag ich ja. Zack. So. Okay. Okay, da werf ich die Brave Axe für weg. Ja. So. Dann gehst du mal hin. Trade es mal bitte mit ihm. Gibst ihm deine Brave Lance. So. Du brauchst eine Heilung. Braucht noch sonst jemand eine Heilung? Nicht wirklich. Du eine kleine. Okay, dann heilst du hier mal. Sehr fein.
Und hast du ein normales Heilen? Nö. Dann heilst du hier drüben Radar. Okay, sehr schön. Gut, dann. Du hast nur. Okay. Gut. Zu Ende. Mist, die kommen raus. Die Magier kommen halt nicht raus. Das ist halt das einzig Gute an der ganzen Geschichte hier. So. Ich muss gucken, kann ich auf die eröffnen oder.